Kommt jetzt ein Community-Fragen-Video. Ja. Yo, was geht? Heute gibt's das angekündigte Q&A-Video. Ihr konntet mir vor einer Weile Fragen stellen und ich habe jetzt mal die Fragen rausgesucht, die am häufigsten gestellt wurden. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Frage Nummer 1. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen? Ich habe vor circa 8 Jahren angefangen, war nicht in einem Turnspringverein, ich habe kein Turnen gemacht. Ich bin einfach ins Schwimmbad gegangen, war mit einem Kumpel da, der hat gefragt, kannst du einen Vorwärtssalto? Und ich natürlich noch nie sowas probiert. Hab's dann einfach mal probiert und es hat super geklappt. Ich war richtig begeistert, ich hatte richtig Spaß dran. Hab dann auch extrem schnell im Rückwärtssalto dazu gelernt. Wo war denn das High Jump Festival? Welche Stadt? High Jump ist immer in derselben Stadt. Sie heißt Chremetice oder irgendwie so. Ich muss sagen, mein Tschechisch ist nicht so der Hit. Auf jeden Fall ist das Event jedes Jahr immer dieselbe Stadt, immer zur selben Zeit. Es ist meistens das erste Augustwochenende. Schaut mal auf die Facebook-Page vom High Jump. Ich hau euch den Link unten in die Beschreibung. Einfach mal reinschauen, wer Bock drauf hat. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen mit High Diving? High Diving, für die, die es nicht wissen, ist Klippenspringen gemeint, also so ungefähr alles über 10 Metern. Habe ich das erste Mal vor 5 Jahren gemacht am High Jump Event. Da gab es Plattformen 12 Meter, 16 Meter, war für mich schon extreme Überwindung, muss ich sagen, mal höher zu gehen. Man ist ja nur die 10 Meter gewohnt und am Anfang schon riesen Respekt gehabt, aber es ist nicht so viel Unterschied. Und ich kann auch nur empfehlen, steigert es euch langsam. Jetzt nicht direkt von 10 auf 20 Metern gehen, das ist nicht gut. Was war dein schwierigster Trick? Ich würde sagen, ich habe da zwei, die sich ziemlich ähnlich sind von der Schwierigkeit her. Es waren beides Dreifachsaltos vorwärts mit 3,5 Schrauben. Ich habe beide nicht geschafft. Der erste war ein Doppel-Adihara heißt der, das heißt Vorwärtssalto mit 3,5 Schrauben und dann ein Doppel-Rückwärtssalto. Ich zeige euch auch mal den Clip. Der zweite Dreifach mit 3,5 Schrauben war erst dieses Jahr vor kurzem, das war der Full Randy Back, heißt Vorwärtssalto ganze Schraube, Vorwärtssalto 2,5 Schrauben und dann noch ein Rückwärtssalto dran. Leider auch nicht rumbekommen, aber auch hier nochmal den Clip. Und ja, das würde ich sagen, waren meine schwersten Tricks, die ich leider noch nicht geschafft habe. Wann hast du deinen ersten Doppelsalto gemacht und wie hast du dich dafür überwunden? Meinen ersten Doppelsalto habe ich gemacht 2010. Es war ein Doppelrückwärts, ich kann mich noch gut dran erinnern, es war vom Dreier. Ich werde oft gefragt, wie man sich für Tricks überwindet, es ist halt alles nur Kopfsache. Ihr müsst euch einfach denken, ihr werdet nicht davon sterben, wenn ihr mal auf Bauch oder Rücken fallt. So dumm es jetzt auch klingen mag. Es tut halt mal dann weh für 5 bis 10 Minuten, aber danach geht's auch wieder. Könnt ihr mal ein Format machen, wo ihr zu Spots von Zuschauern kommt und da auch springt? Generell hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin auch bereit, gern mal ein paar Stunden zu fahren für einen guten Spot. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Bock habt, dass ich zu euren Spots komme. Bisschen mit euch springen natürlich dann auch. Schreibt es mir auf Instagram, @riede94. Lasst einfach mal einen Kommentar da, ob ihr Bock auf so ein Format habt. Und ja, auch gerne Spots, falls ihr welche habt, schaue ich mir gerne an. Kannst du mal ein Fail-Video machen? Für alle, die unsere Videos regelmäßig schauen, die wissen ja, dass wir uns doch ziemlich oft noch ablegen. Es wird auf jeden Fall noch ein Fail-Video geben. Ich muss sagen, ich weiß leider noch nicht wann genau. Ich habe jetzt noch ziemlich viele Videoprojekte offen, die ich eigentlich noch schneiden muss. Ich habe noch Videos vom Sommer, wo wir Klippenspringen waren und ja, ich muss jetzt erstmal die Videos abarbeiten. Aber auf jeden Fall wird noch ein Fail-Video kommen. Bruder, würde mich interessieren, wie viele GoPros ihr schon versenkt habt bzw. verloren. Unglaublicherweise, wir haben noch keine verloren. Ich kann mich an zwei Sachen erinnern. Einmal haben wir sie versenkt. Ich bin mit einem Brustgurt gesprungen, über ein Brückengeländer, hab einen Vorwärtssalto gemacht, überdreht leicht auf Bauch, dadurch ist der Brustgurt gebrochen und die GoPro ist leider an den Grund gesunken. Es waren super schlechte Bedingungen, es war eiskaltes Wasser und der Grund war 7 bis 8 Meter tief, das heißt, war gar nicht so leicht darunter zu kommen und die zu finden erstmal. Aber ja, nach, ich glaube, circa einer halben Stunde haben wir es echt wieder geschafft, sie zu bekommen und deswegen gibt es auch diesen Clip. Und die zweite Sache, da waren wir in Amalfi, Sascha, Stefan und ich.
die hätte man eigentlich vermeiden können. Da hat Sascha die GoPro auf einen Stein gelegt in Italien und durch die Wellen vom Meer ist sie dann ins Wasser und wir mussten die auch erstmal suchen, weil die hatte keinen Floaty dran, also ist nicht geschwommen. Und ja, dann haben wir die auch erstmal ein bisschen gesucht, aber auch glücklicherweise noch gefunden. Wie alt bist du? Ich bin 24, ich bin 94er Jahrgang, deswegen heißt der Channel auch Riede 94. Was ist deiner Meinung nach ein recht cooler Anfängersprung? Ist relativ schwer zu sagen. Ich weiß jetzt nicht, ist Doppelsalto noch Anfänger? Ich kann das jetzt schlecht abschätzen. Ich würde sagen, wenn man jetzt im Einfachsalto-Bereich ist, dann würde ich sagen, Rückwärtssalto mit Schraube oder Vorwärtssalto mit 1,5 Schrauben. Ist schon richtig cool, ist natürlich auch nicht so einfach. Doppelsalto-Bereich würde ich sagen, ein Suki-Layout kommt immer lässig. Oder ein Doppel-Rückwärts-Layout. Wobei das, ja, ich würde sagen, das ist schon nicht mehr anfängermäßig. Hast du dich beim Turmspringen schon mal ernsthaft verletzt oder einer deiner Freunde? Ich selbst habe mir noch nicht so oft wehgetan. Vor ein paar Jahren bin ich bei meinem ersten Dreifachsalto aus 10 auf den Bauch gefallen. Hier mal der Clip. Wie man sieht, richtig langsam und ja, direkt auf den Bauch. Da ist es mir zum ersten Mal passiert, dass ich Blut gespuckt habe. Hatte dann auch natürlich Bedenken, weil ich nicht wusste, was das jetzt zu bedeuten hat, ob das schlimm ist. Und bin zum Bademeister gegangen. Die haben mich dann direkt mit dem Krankenwagen holen lassen, ins Krankenhaus geschickt. Die haben dann festgestellt, Lunge geprellt, Flüssigkeit in der Lunge. Klingt jetzt aber im ersten Moment schlimmer, als es eigentlich war. Ich habe mich einfach nur ausruhen müssen, schonen müssen. Und durfte auch schon am nächsten Tag wieder nach Hause. Bei Freunden gab es auch schon einiges, also Bänderrisse, vom Brett abgerutscht, Brett am Kopf angehauen, habe ich auch schon gesehen. Nicht schön anzuschauen, Platzwunden gehabt. Ganz ungefährlich ist es nicht, aber da muss man auch, sag ich mal, gut Pech haben, dass da was Schlimmeres passiert. Wer schneidet deine Videos? Machst du das selber? Ich schneide unsere Videos. Wir helfen halt immer Sascha und Stefan beim Filmen, also da bin ich echt auf die beiden angewiesen und super froh, dass die immer dabei sind. Willst du irgendwann nochmal den Quint Back versuchen? Das werde ich tatsächlich auch richtig oft gefragt. Für alle, die es nicht wissen, ich habe 2016, wenn ich mich nicht täusche, habe ich einen 5-fach Rückwärtssalto versucht und ihn nur auf Bauch gekriegt. Ich zeige euch den mal schnell. Als ich ihn 2016 nicht geschafft habe, wollte ich ihn eigentlich immer machen. Jedes Jahr habe ich mir vorgenommen, den zu machen. 2017 wollte ich ihn machen, 2018 wollte ich ihn machen. Aber die Überwindung dazu, ich weiß nicht, hat sie einfach nicht. Ihr müsst euch das vorstellen, ihr springt ab und ihr bleibt im Takt, bis ihr aufschlagt aus 16 Metern. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Lass mal uns überraschen, ob es vielleicht 2019 klappt. Machst du Klippenspringen hauptberuflich? Ich mache Klippenspringen nicht hauptberuflich. Vom Klippenspringen selber bekomme ich gar kein Geld. Also ich mache keine Wettkämpfe mit, bei denen man was gewinnen könnte. Wann machst du ein Tutorial? Das ist die Frage, die am häufigsten gestellt wird, wann ich Tutorials mache. Ich habe gesagt, ich mach's. Und ich werde es auch machen, allerdings weiß ich noch nicht wann. Es geht sich zeitlich aktuell einfach nicht aus. Ich will euch ja nicht irgendeinen Mist zeigen, sage ich mal. Ich will es schon relativ gut machen, dass ihr auch möglichst viel davon lernen könnt. Geplant ist, dass ich direkt in einer Woche gleich 2 bis 3 Videos raushaue, wo ich im einen Vorwärtssalto und Delfin-Vorwärtssalto zeige und im anderen Auerbach und Backflip. Das heißt, dass die Basics mal in der ersten Woche direkt durch sind. Und dann machen wir auch weiter mit Doppelsaltos, wie man sich am besten rantastet, Suki, Flüffels. Wann genau es umgesetzt wird, kann ich leider noch nicht sagen. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen, hab's noch ein bisschen Geduld. Wenn wir jetzt gerade bei Tutorials sind, ich werde auch oft gefragt, ob ich Tipps geben kann, helfen kann, eure Sprünge anschauen. Da habe ich mir gedacht, da mache ich einfach eine Videoserie draus. Ihr schickt mir eure Sprünge einfach an die E-Mail riede94.tips@web.de. Ich verlinke euch die unten auch noch in der Beschreibung. Ich schaue mir die Sprünge an, werde euch dann im Video Tipps geben, was ihr besser machen könnt, worauf ihr achten müsst. Wenn ihr Bock drauf habt, auch direkt bitte in die Kommentare schreiben, ob da Interesse ist und gerne schon mal Videos schicken. Die E-Mail ist aktiv. Gehst du ins Fitnessstudio? Liebe Grüße. Ich war im Fitnessstudio angemeldet, allerdings war ich ziemlich faul, bin ich regelmäßig gegangen und deshalb habe ich mich auch abgemeldet. Vorab cooles Video, Daumen hoch. Meine Frage, wie hoch würdest du noch gehen mit deinen höchsten Sprüngen? Wo ist da deine Grenze? Damals, wo ich den 33 Meter Sprung in Amalfi gemacht habe, in Italien von der Brücke. Habe ich mir gesagt, maximal bis 40, höher möchte ich nicht, weil es einfach zu gefährlich wird. Allerdings bin ich ja jetzt dieses Jahr aus 39 gesprungen. Ich habe vor der Höhe keine Angst gehabt, ein bisschen Respekt, aber das gehört natürlich dazu. Ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, dass ich nächstes Jahr nochmal höher gehe. Ich habe mir
eigentlich schon vorgenommen, dass ich 45 bis 50 Meter mache. Je nachdem, wie das läuft, eventuell noch höher. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal, wie es nächstes Jahr läuft mit 40 Metern, vielleicht 45 bis 50 Metern und sehen wir mal, was kommt. Freue mich jedes Mal über den Easy-Jungen. Meine Frage ist simpel. Zockst du Videospiele? Ich habe früher relativ viel gezockt. Ich habe FIFA gespielt, mit Sascha viel, COD. Aber ich habe aktuell einfach keine Zeit mehr dafür und spiele deswegen aktuell auch überhaupt nichts. Was für eine Drohne benutzt du? Schaue deine Videos sehr gern, bleib so wie du bist. Aktuell benutze ich leider keine Drohne mehr, ich habe die vor kurzem erst gecrashed. Ich hatte die Mavic Pro die ganze Zeit benutzt, ich war super zufrieden, also qualitativ top. Super leichte Steuerung, ärgerlicherweise ist sie jetzt kaputt. Wie gesagt, Mavic Pro war meine Drohne. War sehr zufrieden. Was war dein schlimmster Sprung und was ist dabei passiert? Als meinen schlimmsten Sprung würde ich den Fail vom High Jump nehmen, den ich vor 3 Jahren hatte. Ich wollte ein dreifach Rückwärtssalto im Hohlkreuz machen und im letzten eine Schraube. Und ich habe zu früh geschraubt. Ich habe einen Salto im Layout gemacht. Dann habe ich geschraubt, wusste dann schon, dass irgendwas nicht stimmt. Habe die Klippe angeschaut und dann wusste ich schon, oh, da passt nichts mehr. Habe nur noch die Arme hochgenommen, mehr oder weniger Schutzhaltung, falls es auf den Kopf geht. Und ich bin dann wirklich auf den Nacken geflogen. Wie man hier sieht, der erste Layout, dann die Schraube. Und man sieht schon, ich habe keine Kontrolle mehr, schau die Wand an. Ja, dann war es vorbei. Unglaubliches Glück gehabt, dass da nichts passiert ist. Ich hatte keine Verletzung. Das war's dann auch mit dem ersten Q&A-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne Feedback schreiben, was ich besser machen kann im nächsten. Ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat. War mein erstes, würde gerne wissen, was ich besser machen kann. Schickt mir gerne eure Sprünge, auf die ich euch Tipps geben soll. Schreibt auch wieder neue Fragen in die Kommentare, am besten welche, die noch nicht dran waren. Abonniert, falls ihr noch nicht habt. Und wir beenden das Video mit der letzten Frage. Haut rein, kann ich das Video beenden?